Hallo hier auf dem Klostermann-Kanal. Und es wird Zeit, jetzt einen Tag vor Silvester, also vor dem Jahreswechsel 2021 zu 22 mal ein kleines Fazit-Video zu machen zu unserem Wohnmobil. Ja, wir haben unser Wohnmobil im Juni diesen Jahres, 2021 also, abholen dürfen und sind seitdem natürlich ziemlich oft und häufig und immer wieder unterwegs und haben sozusagen die Welt bereist mit dem Womo. Und wenn ihr jetzt mal schaut, ich verlinke euch übrigens hier immer die Videos, wo wir überall waren und was alles so passiert ist und was wir alles erlebt haben, das seht ihr hier in diesen Links. Und wir waren seit Juni natürlich ziemlich viel und häufig unterwegs. Und wenn man auf dem Tacho schaut, das seht ihr hier gleich nebenan hier irgendwo, glaube ich, hier ist das Bild eingeblendet. Insgesamt haben wir jetzt 10.455 Kilometer runter. Also in 6 Monaten sozusagen über 10.000 Kilometer mit dem XGO gefahren. Und ich kann nur sagen, alles völlig problemfrei und ohne Probleme. Also wirklich, wir hatten keine einzige Panne, wir hatten kein einziges Problem mit Motor, Maschine, Räder oder sonst was. Es hat alles funktioniert, also in dem Fall alles supi. Und das ist schon mal ein positiver Aspekt von diesem XGO mit dem Chassis von Fiat. Die Leute, die sich auskennen, Fiat Chassis hier drunter, eine 2,3 Liter Maschine. Das verlinke ich euch übrigens hier nochmal. Ich habe schon Videos darüber gemacht. Also das heißt, was ist das für eine Maschine, beziehungsweise wie sieht er außen und innen aus? Das könnt ihr hier alles in diesen Links da oben mit euch nochmal anschauen. über 10.000 Kilometer im halben Jahr, das ist schon, denke ich mal, eine ganze Menge. Und wo wir überall waren, das könnt ihr auch wieder in den Videos verfolgen, euch nochmal anschauen. Vielleicht nochmal zur Aufschlüsselung, wir waren natürlich an der Ostsee, wir waren auf Rügen, wir waren jetzt erst vor kurzem in der Adventszeit in Kühlungsborn, also sozusagen im Winter, war auch frisch, aber auch das hat alles funktioniert. Und natürlich waren wir, unsere Haupttour sozusagen im Haupturlaub, war die Südschweden-Tour. Also mit der Fährüberfahrt rauf auf oder rin nach Schweden und die ganze Runde bis zu den großen Seen hinauf und wieder zurück. Also das war schon sehr vielfältig, da haben wir viel erlebt und haben auch ganz schön Kilometer gemacht, aber auch hier wieder völlig problemfrei, keinerlei Probleme mit dem Fahrzeug, mit dem Wo ging es noch hin? So längere Strecken waren dann auch zum Balaton, also Ungarn, durch den Bayerischen Wald, durch Österreich mit Zwischenstopps und so weiter. Auch da waren wir überall unterwegs und haben einiges erlebt, gesehen und machen können. Ja, so die Durchschnittswerte mal angeschaut. Das seht ihr hier gerade laufen. Also wie gesagt, 10.455 Kilometer insgesamt runter. Der Verbrauch, der Durchschnittsverbrauch auf diesen 10.000 noch was Kilometern war 10,4 Liter. Ich denke, für eine 2,3 Liter Maschine und bei unserer Fahrweise und so weiter ist das völlig okay. Ich bin jetzt auch nicht der Raser. Ich bin ja im Urlaub. Ich bin nicht auf der Flucht. Also, dass man durchschnittlich auf der Autobahn mal schneller fährt. 120 ist schon viel, 130 mal ab und zu mal und solche Sachen. Aber durchschnittlich so 110, 115 und natürlich entsprechend in der Natur, auf den Landstraßen und so weiter, entsprechend langsamer. Also Durchschnittsverbrauch dadurch 10,4 Liter bei über 10.455 Kilometer gefahrenen Kilometern. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit, das seht ihr schon, insgesamt auf allen Touren zusammen liegt bei 70 km/h. Nicht besonders schnell, aber wie gesagt, wir sind ja nicht auf der Flucht, sondern meistens auf Urlaubstour, meistens auf Besichtigungstour, meistens zu Wanderung unterwegs und so weiter und so fort. Ja, und wenn man sich so die Fahrzeit mal anschaut, die gesamte Fahrzeit saßen wir 148 Stunden und 35 Minuten hier im Womo am Lenkrad beziehungsweise auf den Fahrer sitzen. Also das ist auch schon mal eine Ansage, 148 Stunden, 35 Minuten, naja. Und wie gesagt, völlig problemfrei, ohne Rückenschmerzen, auch die Sitze sind eigentlich in Ordnung, sodass man mit dem Fahrzeug wirklich gut lange Strecken fahren kann. Und vor allem natürlich immer wieder der Hinweis, man hat immer einen sehr guten Überblick, weil man ja höher sitzt als alle anderen Fahrzeuge. Das macht sich sehr gut beim Fahren. Also wie gesagt, 148 Stunden hinterm Lenkrad.
Kann man sich drüber streiten, ob das mit Urlaub was zu tun hat, aber man muss ja auch zu den Plätzen hinkommen. Und wenn man dann nach Schweden fährt oder nach Ungarn, dann sind da leicht mal 1000, 2000 Kilometer hin und zurück und mehr, wesentlich mehr sogar drinne. Und so kommt man dann auch solche Gesamtstrecken von 10.455 Nun, das Jahr Kilometer. 2021 ist jetzt bald gelaufen, 2022 beginnt und auch da haben wir natürlich schon Pläne, wo wir hinwollen. In unseren sogenannten Haupturlaub, nenne ich es mal, im Sommer, mal schauen, wie wir das mit dem Urlaub hinbekommen, soll es dann nach Norwegen gehen. Wohin es in Norwegen geht, das hängt auch von der Urlaubslänge ab. Also haben wir 3 Wochen Urlaub oder können wir nur 2 machen? Das muss man sehen. Bei 2 Wochen oder 2,5 Wochen, da wird es bloß Südnorwegen sein. Wenn wir 3 Wochen oder sogar vielleicht länger fahren können, schauen wir mal, dann wird es auch bis nach ganz oben hingehen, also zum Nordkap. Aber das ist noch offen. Das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Wenn Urlaube und so weiter, das ist bei uns nicht anders als bei euch, Urlaube genehmigt wurden. Ja, und dann wird es auch viele andere Touren geben, sei es wieder in den Harz, sei es überall in den Süden der Republik, überall, wo schöne Punkte sind, überall, wo man sich was anschauen kann und vor allem natürlich ja, immer wieder ans Meer. Der Hinweis, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, auch über das Fahrzeug oder über die Gegenden, wo wir waren und so weiter, dann gebt doch mal ein Like oder abonniert hier diesen Kanal. Bis dahin, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.